Maybe. Willkommen zu unserer Road to F1 23, heute in F1 2016. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und guck dich das Cover an. Hier Lewis ganz vorne, natürlich als amtierender Weltmeister, aber auch dahinter Nico und Sepp als nächste Verfolger. Dann haben wir rechts so ein bisschen abgeschlagen die Red Bulls mit Daniel Ricciardo und Max Verstappen schon. Dann links Checo im Racing, in Force India noch und auch Grosjean noch im Haas. Ich finde das Cover toll gelungen, es ist sehr schön von der Anordnung her, der Fahrer, toll, wirklich. Dieses Game war ziemlich cool, ich habe so ewig lang mit meinem Bruder gespielt, wirklich. Also lang über die 17er Zeiten hinaus, ich habe es immer gefeiert. So, gucken wir uns mal im Schnelldurchlauf die Strecken an, dann hier konnte man noch die Strecke vorher auswählen. Australien, Bahrain, China, Russland dann ganz nach vorne gerutscht, Spanien, Monaco, Kanada, Aserbaidschan das erste Mal drin. Ich habe auch am Anfang immer so eine Dreckstrecke und so, aber ich liebe sie ehrlich gesagt. Österreich, Großbritannien, Österreich noch sehr grasig. Großbritannien, Ungarn, Deutschland, wieder Hockenheim, geilste deutsche Strecke. Belgien, Italien, Singapur, Malaysia nach ganz hinten gerutscht. Ich weiß noch, als ich Lewis, der hier den Motorschaden hatte, war eigentlich der WM-Lauf vorbei. Japan, USA, Mexiko, Brasilien. Und Abu Dhabi. Wir werden aber wie gestern schon predicted in Aserbaidschan an den Start gehen und ich habe ehrlich gesagt überlegt, also die Teams gucken das natürlich vorher an, Lewis und Nico, noch immer gleich, Vettel und Kimi, dann haben wir bei Williams noch Felipe und Bottas, cool, Daniel Ricciardo und Max Verstappen, das erste Mal dann bei Red Bull, Nico Hülkenberg und Checo Perez. Dann hier Kevin Magnussen und Joyon Palmer, der ist jetzt vieles macht jetzt für die Formel 1 selbst. Dann Kwiat und Sainz noch, immer noch in der Red Bull Academy, also in der Toro Rosso. Eriksen und Nasr. Eriksen hatte auch, war auch echt lang in der Formel 1, fällt mir gerade auf. So Alonso und Button, beide bei McLaren, bei dem echt hässlichen. Pascal Wehrlein, leider ein Megatalent, nur leider hat er nie die Chance bekommen, irgendwie das zu zeigen. Ich war ein riesen Fan von ihm. Und ich denke mal, auch wenn er ein bisschen mehr gezeigt hätte, hätte er gute Chancen, oder ein, zwei Jahre früher dran gewesen, er hätte gute Chancen gehabt, den Platz neben Nico zu bekommen. Rio Haryanto, der ist in Indonesien und den, glaube ich, haben sie nach der halben Season rausgeworfen, weil einfach nichts da drin war. Romain Grosjean und Esteban Gutierrez, ja, gut. Wir werden aber Nico Rosberg geben, denn er ist Weltmeister geworden und er hat das beste Auto. 25% und wir sehen uns im Rennen. Und hier sind wir nun in Aserbaidschan, Baku, oder wie es hier noch geheißen hat, der große Preis von Europa. Denn ja, es war ja so ein bisschen die Eingewöhnungsphase. Aserbaidschan, ziemlich geil, wirklich. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, wie viel Spaß ich in den zukünftigen Jahren an dieser Strecke haben werde. Da haben wir die Strecke und ja, auch coole Animation, muss ich sagen. Auch wenn es noch wenig 3D-technisch da was drin ist, aber das Game, wie gesagt, für mich eines der revolutionärsten. 20 Kurven, 6 Kilometer oder wie wir wissen, 6003. Maximalgeschwindigkeit 340 km/h. Lap-Rekord gab es noch keinen. Und 2DS-Zonen machen das Ganze wirklich sehr, sehr spannend. Wir werden uns mal, kann ich einmal abdrücken oder? Ja, jetzt ist die Startaufstellung auch cool hier mit diesen Ecken und so. Ja, man hat sich schon ein bisschen was ausgesucht. Hier haben wir dann also Sepp von der Pole, dahinter Ricky 58.000stel. Max dann von 3 und Felipe Massa von 4. Nico Hülkenberg und Kimi Räikkönen. Dann hier Kwiat, Grosjean. Aber man sieht alle, das ist natürlich cool, aber dort ewig, weil wir werden vom letzten Platz ins Rennen gehen. Das auch noch. Das ist ja sau cool. Es gab wirklich schon eine Einführungsrunde. Also Halleluja. Geiler geht's fast nicht mehr. So, Einführungsrunde überspringen. Und wir gehen ins Rennen. Los geht's. Stehen hier fett an, mehr geht nicht.
Los geht's, Road to F1 23 in Formel 1 2016. Magnussen noch bei Renault und wir haben einen tollen Start hier. Lewis auch nur von 17. Die erste Kurve hat keine Mauer. Lewis auch nur auf 16, das ist sehr interessant. Und wie der da reingeht, oh mein Gott, Lewis, was machst du hier? Yo, der macht da wirklich... Ja, wir sind auf den 17. Platz vorgerückt. Und man darf nicht vergessen, es gibt 22 Fahrer. Erst beim Gutierrez-Start mit Rote wird ein bisschen schwieriger sein. Boah, bist du deppert. Sorry. Sorry für den... Ja, das war echt knapp. So, da bleiben wir hinten. Perez jetzt vor uns. Sergio Perez. Auch die... Ja, die war schon wie immer. Die erste Kurve hat mich ein bisschen irritiert. Auch hier rechts das Menü, cool, echt gut gemacht. Es war schon... Ja, fuck, Mann. Es war gar nicht gut. Die erste Kurve hat mich ein bisschen irritiert, denn ich bin das nicht gewohnt. Da gehen wir ein bisschen an Checo dran. Und hier haben wir schon Lewis. Hamilton auf den 14. Platz. Das ist aber echt auch nicht sehr schwierig hier. Was ist das für eine komische Linie? Ist man die Kurve ist man nie so gefahren. Keine Auslauf. Hier direkt die Mauer. Das kann interessant werden auf jeden Fall im Rennen. Ich glaube, da kommt Perez wieder zurück. Da müssen wir aufpassen. Okay, ja, da außen geht da auch nicht. Ja, mit ERS oder so gab es noch nicht. Auch hier nichts. Da ist alles zu. Deswegen, glaube ich, hat man auch die Mauer weggegeben, weil es sehr unübersichtlich ist. Aber aus der Kurve kommen wir toll raus. Der Exit, wissen wir, ist verdammt wichtig. Huch, das war knapp. Und jetzt am Windschirm sind der Lewis dran. Guckt euch die Pace an, Leute. 363, 64, 65, 66 waren wir gerade. Auf 366 km/h. Und haben hier, keine Ahnung, was für eine Horde an Leuten überholt. Ach du Scheiße. Ist das ein Cheat? Dieser Mercedes ist ja krass schnell auf den Geraden. Ich will gar nicht wissen, wie schnell. Wir fahren knappe 370, wenn wir da auf DS aufdrehen. Oh yeah. Das bockt auf jeden Fall. Kein Wunder, dass Nico so Weltmeister geworden ist und Hamilton so oft. Also dieses Auto ist ja krass schnell auf den Straights. So. Oh, das ist gelb. Und da raucht einer. Motorschaden, oder? Nico Hülkenberg ist draußen. Das ist gut. Wir überholen den nächsten Platz und den ersten Punkt. Aber das ist natürlich nicht gut für, ja, dass wir da abbremsen mussten. Bottas konnte den ganzen Schwung mitnehmen, der wird uns jetzt wieder catchen. Wir gehen auf links. Ja, ja, ja. Was? Er kommt nicht nach. Der Williams, das fastest Car für mich. Schon wieder! Was ist hier los? Nächster! Ah, das ist nochmal Nico. Ja, jetzt ist Safety Car. Das ist natürlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Absolut nicht gut für meine Strategie. Und hier in der dritten Runde Safety Car ist natürlich ganz dumm. Ganz, ganz doof. Aber ich habe natürlich vergessen, gerade am Anfangszeiten, wo das Safety Car und das VSC kam, hat man das wirklich oft reingeworfen. Eben halt, um zu sehen, ja, die Funktion gibt's. Jetzt ist es fast ein Segen, wenn mal ein Safety Car kommt. Safety Car in this lap. Endlich! Ja. So, wir dürfen den Speed vorgeben. Warum bin ich so dumm? Die kommt dir für den nicht. Achso, ja. Gut, Valtteri, komm her. Komm her, Valtteri. Mein zukünftiger Teamkollege in der nächsten Season. Komm her, Valtteri. Jetzt machen wir den Asimov. Guck dir mal an. Die KI weiß einfach nicht, was sie machen soll. 45 km/h. Es ist so asozial. Bereit machen, das Rennen fortzusetzen. Los geht's! Restart Formel 1 2016. Endlich. Den Restart toll gemeistert. Guter Gap rausgefahren. Das Problem wird sein, wir müssen jetzt wirklich die nächsten 4-5 Runden unnormal pushen, um dann nochmal eine Gap rauszufahren. Sadala. Turn 1. Direkt verbremst. Ja, die Reifen sind dann doch noch ein bisschen kälter und Bottas drückt jetzt wieder an. So. Ja, ich glaube, die Hoffnungen sind eher semi. Dass wir da noch ja, irgendwas Gutes machen. Obwohl, aus der Kurve raus sind wir besser rausgekommen. Wir werden jetzt auch wirklich bis zur Boxenstopp mit dem
fetten Benzingemisch fahren, weil das das Einzige ist, was mich ein bisschen schneller macht als die anderen. Bottas drückt ordentlich an, also der ist doch nicht so langsam, als ich das dachte. Muss er das DS-Fenster raus, denn sonst wird das wirklich schwierig. Aber ich glaube, das DS kommt eher als zweite Runde, oder? Nach dem Restart. Ja. Gucken wir mal. Ja, Purple Sector 1. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir sind jetzt eine Sekunde draußen. Das ist noch besser. Jupp. Rauf da. Oh, Alter, das rutscht schon so hardcore. Ich glaube, die Reifen sind richtig am Limit. Also, ich bin gerade richtig am Limit mit den Reifen. So. Valtteri, ich glaube, das könnte jetzt wieder die eine Sekunde. Ja, da konnte wieder die eine Sekunde dran gekommen sein. Jetzt heißt dranfahren. Jetzt heißt richtig pushen. Drüber über diesen Hügel. Und ja, jetzt drückt doch Lewis an auf einmal an Bottas. Purple Sektor 2 ist da. 1,1 Sekunden. Oh, da müssen wir weit gehen. 1,1 Sekunden. Bottas kann dranbleiben auf jeden Fall. Das ist nicht gut. So, der Exit ist verdammt wichtig. Ching und Ching. Der war verdammt gut. Und jetzt geht es an die lange Straight und jetzt haben wir eine riesige Gap hier. Eine riesige Gap. Ich glaube, wenn Lewis das DS aufdrehen kann, ist er auch vorbei. Und da muss er auch noch in die Box. Wann ist Boxenstopp angesagt? Gucken wir uns das Ganze mal im Window hier rechts unten an. Schnellste Rennrunde. Eine 1,47,488. Das, glaube ich, können wir mit dem roten Reifen zum Schluss dann nochmal toppen. Jetzt heißt 9. bis 12. Runde Pit Window. 12. Runde? Eine Runde vor Schluss? Wer fährt zu spät in die Box rein? Das ist ja der Point of No Return. Nein, wir gehen auf jeden Fall in der 10. rein, dann haben wir noch 3 Runden dann zum Pushen, weil wir müssen selbst ein, zwei Leute noch überholen oder 5, 6. So, da, da, hier runter den Berg und ich würde mal sagen, ich pushe jetzt bis zum Ende und wir gucken mal, wo ich Ende 9. Runde bin. So, Leute, wir sind hier Ende Runde 10 und haben es wirklich geschafft, einen 10-Sekunden-Polster rauszufahren. Das Gute ist, dass Bottas schon drin war, dass Hamilton schon drin war und dass Massa jetzt Vettel aufhält, denn sonst wäre das bei Gott nicht so viel Gap. Jetzt gehen wir in die Box rein. Kein Flügelschaden werden wir hier reparieren lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Oh mein Gott, okay, das war hart. Jo, ich würde mal sagen, probieren wir das Ganze, machen wir das Ganze nochmal. Boxenstopp, Versuch Nummer 2, ein bisschen früher bremsen. So. Ah, es ist automatisch drin gewesen, okay. So. Hier geht's in Boxenstopp rein. Müssen wir A drücken oder so? Nein. Gute Standzeit, 2,9 Sekunden. Ich würde sagen, Mercedes Standard. Wir sind all in all, werden wir 5. Platz vermutlich, oder? Kommen wir sogar vor. Das ist knapp. Aber wir kommen vor Max raus, das ist gut. Jetzt haben wir die roten Reifen. Nur nicht zu hart in der ersten Runde dran nehmen. Gucken wir mal, Benzin ist nicht mehr so viel drin. Da gehen wir jetzt mal auf Mager. Und werden versuchen, noch die ersten drei Leute zu holen. Podium ist Pflicht heute. Das Rennen wurde natürlich ordentlich durchgemischt vom Safety Car. Trotzdem würde ich sagen, wir haben heute das Beste daraus gemacht. Das heißt, wir haben noch 2 Runden, also die und eine noch. Um überhaupt das Podium zu kommen. Wer ist vor uns? Daniel Ricciardo. Da war ja auch mal was zwischen Ricciardo und Verstappen. Ja, ich glaube, der Win ist nicht mehr drin. Die sind echt weit weg und haben auch eine überraschend stronge Pace. Also wirklich. Kein Purple im ersten Sektor, das wundert mich. Ich glaube mal, Ricciardo könnten wir uns auf der langen Geraden holen und eventuell eine Runde Purple. Jetzt, hier ist der erste Sektor, ist aus, okay. Das wusste ich nicht. Eine Sekunde schneller. Können wir nicht vorbei. Da können wir nicht vorbei. Doch, Ricciardo macht Platz. Das ist sehr gut. Aber wir waren auch eine Ecke schneller. Gibt es DS oder nicht? Nein, vermutlich nicht. Ja, die letzte Runde gehen wir jetzt hopp oder drop auf Benzin. Ich glaube mal, dass der 3. Platz heute das Maximum ist. Ohne Safety Car wäre es vielleicht einfacher gewesen. Purple, schnellste Rennrunde. Aber die fighten. Da gibt es einen Fight zwischen... Okay, Massa hält ordentlich Vettel auf. Da gibt es keinen Fight. Das ist, glaube ich, nur noch ein Bremsen. Da muss ich zwar streiten, das hatten wir schon. Freuen sich der 3. Ja, in dem Fall der 3. ein bisschen mit Handicap, dass er sich selbst zuzuschreiben hat. Jo! Wie spät man hier bremsen kann, das ist krass. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich hier zu spät an der Bremse bin. Vielleicht können wir Sepp noch holen. Massa, glaube ich, ist kein Problem. Aber Sepp, Benzin, ja, gehen wir auf Mittel.
heben wir uns den restlichen Benzin noch für die für die lange Geraden auf. So, ich glaube mal, das könnte ein Fotofinish werden. Ich habe so Schiss. Das könnte tatsächlich ein Fotofinish werden hier mit Felipe Massa und Sebastian Vettel. Aga. So, da. Hier gehen wir an Sepp vorbei. Ja. Und jetzt Massa. Felipe Massa. Ein Kampf bis zur Ziellinie. Wir werden hier natürlich nicht reingehen, denn ich will das DS auf der Geraden haben. Ja, Massa. Oh mein Gott, ich darf natürlich nicht vergessen, dass Massa unnormal schnell auf den Geraden ist. Jetzt könnte es nochmal interessant werden, Leute. Im Windschatten, DRS on. Jetzt, oh mein Gott, ich glaube, ich drehe hier den Turbo ab. Wir gewinnen auf der Ziellinie, gefühlt, schon den großen Preis von Aserbaidschan hier in F1 2016. Was für ein geniales Rennen, muss man nicht sagen, es hatte alles. Es hatte Crash, es hatte Safety Car und es hatte natürlich diesen Gänsehaut-Moment ganz zum Schluss. Toto Wolff hier mit schwarzen Hemden, obwohl man das silberne Auto hatte. Sehr interessant. Nico Rosberg legt hier den Grundstein für seinen Weltmeistertitel im gleichen Jahr. Cool, Leute. Hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen länger heute gedauert hat. Würde ich sagen, war das eines der geilsten Rennen, die ich in unserer Road to F1 23 gefahren bin. Markus Eriksson, wir gucken uns jetzt mal die Startabstellung an. Sepp, dann Philippe und Nico ganz oben. Was für ein cooles Ergebnis. Könnten alle drei Ikonen in Formel 1 werden, weil wirklich alle drei für mich legendäre Fahrer sind. Massa ist es ja schon. Und ich glaube, Nico und Sebastian werden es auch bald werden. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram, aber auch gerne auf Ace-Tobi auf TikTok vorbei. Vielen Dank, bis morgen oder später und ciao.